Moin moin Leute, ich bin Lincoln's Brain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zurück zu einem neuen Part von My Big Sister. Ich war im Urlaub, ich bin zurück und bin nicht alleine gekommen, nein. Ich habe eine Pflanze mitgebracht. Es ist ein bisschen blöd platziert, weil die ist jetzt immer original genau hinter mir und wenn ich hier so sitze, seht ihr sie gar nicht, aber wenn ich mich einmal erschrecken sollte, wuhu, Pflanze. Freunde, so einfach geht das. Ich bin zurück, ihr musstet ein wenig auf mich verzichten, aber ich glaube, ihr habt das alle geschafft, deswegen Daumen hoch an euch. You did it. And we're back. Und wir starten gleich durch mit My Big Sister. Boah, hab ich Bock. Ich habe sehr darauf gewartet, das Spiel endlich weiterspielen zu können, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, zu sehen, in welche Richtungen diese Story denn sich jetzt noch ausfalten wird. Ich würde sagen, wir gehen... The fuck? Befinden wir uns in der Schleife? Could it be that you're craving my croissant? Schwesterherz. Hey, alles in Ordnung? Zombie? Wir sind fast zu Hause. Welches Zuhause? Unser Zuhause. Wir haben kein Zuhause, Lucia. Natürlich haben wir eins. Gib jetzt nicht einfach so auf. Lucia, beantworte mir doch mal eins. Welche Erinnerung hast du an Mutter? Naja, nicht viel. Sie war irgendwie nie da. Ich glaube, sie hatte einfach zu viel mit ihrer Arbeit im Krankenhaus zu tun. Lucia, wir haben keine Mutter. Was soll das denn heißen? Sie ist vor über einem Jahr verstorben. Es tut mir leid. Ich habe dich angelogen, was ihr spätes Nachhausekommen betrifft. Deshalb habe ich dich immer so früh ins Bett geschickt. Aber ihr Auto... Ich höre sie doch jede Nacht in die Einfahrt einbiegen. Das war mein Freund. Ich habe dich die ganze Zeit über angelogen. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich noch vertrauen soll. Das erste Mal in meinem Leben. Fühle ich mich einfach nur leer. Lucia, ich... Hohoho, ich bin es. Der Eisenbahnfahrer. Hey, Kleine! Komm schnell! Hör auf, dir diese Lügen anzuhören! Lügen? Jetzt bin ich gespannt. Tut mir leid, Kleine. Aber ich konnte einfach nicht anders, als euch zuzuhören. Was ist denn überhaupt los? Du glaubst diesen Müll doch nicht etwa. Was meinen Sie? Was habe ich dir vor einer Weile gesagt? Hab ich vergessen. Naja, immerhin sind wir auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite von was? Hoho, dem Tunnel! Ich sehe, dass der Tunnel dir der Sorgen dein Bewusstsein irgendwie beeinflusst hat. Der Tunnel der Sorgen? Wenn der Zug durch den Tunnel fährt, muss man sich seinen größten Zweifeln stellen. Der Tunnel zeigt dir das Schlimmste, was dir passieren könnte. Also war das alles nur ein Traum? Naja, irgendwie schon, meine winzige Freundin. Mehr wie ein Trugbild. Also war nichts davon real? Naja, das ist so eine Sache. Es könnte real sein. Wenn du willst, dass es real ist, wird es auch real. Kann ich dich etwas fragen? Na los, Kleine! Was sehen Sie, wenn Sie durch den Tunnel fahren? Gute Frage. Weiß, niemand hat mich das je zuvor gefragt. Was ich gesehen habe, war, dass ich einen Unfall mit diesem Zug baue. Und jeden darin töte. Außer mir. Ist Ihnen das denn passiert? Ich hätte langsamer fahren sollen. Diese Kurve. Das Eis. Woher weißt du das? Das wird jetzt echt komisch klingen. Aber ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Passagier war, als dieser Zug einen Unfall hatte. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, warum ich an Bord des Zugs war. Dann muss ich dir meine tiefsten Entschuldigungen aussprechen, Kleine. Wie sind Sie denn gestorben? Zu Hause. Ich dachte, ich könnte den Schmerz einfach wegtrinken. Irgendwie hat das alles schlimmer gemacht. Sobald ich wieder mit meinen Passagieren vereint war, konnte ich verstehen, wie es sich anfühlt, alleingelassen und enttäuscht zu werden. Sie haben sich auf mich verlassen. Das war nicht Ihre Schuld. Sowas passiert. Wir können das Leben nicht kontrollieren. Das Leben kontrolliert uns. Bist du dir sicher, dass du das kleine Mädchen bist, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Du klingst so viel älter. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber was es auch ist, es fühlt sich an, als wenn es mich fast verschlungen hat. Als ob
ich bald endlich aufwachen könnte. Tja, du bist echt bemerkenswert, Kleine. Wie geht's, Stretch? Er hat es nicht geschafft. Der Arme. Es tut mir leid. Schon okay, Kleine. Er ist am Endbahnhof angekommen. Apropos, wir übrigens auch. Wow, okay. Wild. Eieiei. Wach auf. Bitte? Der Tunnel der Sorgen. Er zeigt uns unsere schlimmsten Realitäten. Ich konnte ja einfach nicht die Wahrheit über das sagen, was ich gesehen habe. Aber es wird mich auf ewig verfolgen. Und das war das letzte Mal, dass ich im Dayfield Motel übernachtet habe. Ich wünschte, du würdest einfach aufwachen, Lucia. Damit wir nach Hause gehen können. Bitte. Ich halte es einfach nicht mehr aus, dich so zu sehen. Ich möchte meine Schwester wiederhaben. Meine echte Schwester wiederhaben. Bitte, wenn du mich hören kannst, gib mir ein Zeichen. Es ist jetzt schon 3 Wochen her. Ich hoffe, dass die vierte ein Wunder bewirkt. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Das ist mir egal. Du wirst aufwachen, das weiß ich. Ich weiß es einfach. Bitte. Das wollte ich nicht. Es war ein Unfall. Ich wünschte, ich wäre einfach langsamer gefahren. Die Kurve, das Auto. Ich wünschte, wir hätten Mama an dem Tag nicht besucht. Es tut mir so leid, Lucia. Wegen meinem Fehler wirst du nie wieder laufen können. Bitte wach einfach auf. Ich schätze, ich musste einfach warten, bis du soweit bist. Verdammt! Ich muss eine rauchen. Ich bin gleich wieder da, Lucia. Ach du Scheiße. Zombie? Wir müssen nach Hause. Unser letzter Halt. Jetzt sind wir fast am Ende unserer Reise angelangt. Unsere Farm ist nicht weit von diesem Bahnhof entfernt. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Lucia. Wir zählen alle auf dich. Holy shit. Aber wenn man jetzt mal so mit dem Gedanken dran geht, würde alles Sinn machen, dass sie in ihrer Narkose, in ihrem... Eine U-Bahn-Station? Wo ist zu Hause? Zombie? Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich bin früher häufig hier gewesen. Wenn es mir schlecht ging. Stimmt das? Warum ging es dir denn so schlecht? Das passiert mir manchmal einfach so. Ich kann das nicht erklären. Also bist du depressiv? Ja. Deine Intelligenz überrascht mich nicht mehr. Lucia, du bist sehr lange so gewesen. Weiß Mama das? Nein. Ich möchte das mit niemandem teilen. Aber du hast es mir gesagt. Wem hast du es noch gesagt? Nur meinem Therapeuten. Ich erzähle ihm so ziemlich alles. Aber irgendwie ist er nicht besonders hilfreich. Sollte er das nicht sein? Ich glaube schon, aber er... Ach, egal. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann nicht. Es tut mir leid, Lucia. Ich brauche einfach ein wenig Zeit allein, bitte. Okay, dann werde ich ein wenig erkunden gehen. Weißt du noch, wo der Ausgang ist? Daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Okay, aber geh nicht weg. Du kannst ja depressiv sein, okay? Lucia. Ach komm schon, Zombie. Das war doch nur ein Witz. Ich bin gleich wieder da. Aber wie crazy, wenn man drüber nachdenkt, dass alles, was wir hier gerade erleben, so quasi so ein Trauma ist oder so eine Narkose und dass die ihre Beine zum Beispiel hier mit Zombie verloren hat angeblich. Das hat eigentlich was damit zu tun, dass sie den Unfall gebaut hat mit ihrer echten Schwester und wir sind Lucia. Ah! Das sind immer so die Geschichten, die mich einfach komplett breaken, weil ich mir jedes Mal so denke, what the fuck is actually going on? I don't know anything. Und dann fühle ich mich immer so schlecht, weil so Leute, die dieses Spiel normal spielen, so total schnell darauf kommen und sich denken, boah, es ist krass. Und ich sitze hier so und denke mir so, ja, ist krass. Plattform 12. Die? Was war das? Das ist verschlossen und bewegt sich kein Zentimeter. Oh, das ist natürlich scheiße. So hungrig. Hey, da ist etwas auf dem Tablett. Das ist ein Schokoriegel. Ein sehr alter Schokoriegel. Bäh. Vielleicht will Zombie den essen.
Hauptsache Zombie kriegt den alten, vergammelten Schokoriegel. Ich kann hier durch reinkommen, wenn ich doch nur wesentlich kleiner wäre. Ich muss etwas finden, um das Loch zu vergrößern. Das ist abgeschlossen. Das dachte ich mir beinahe. Und da ist ein Computer hinter, der aber sowieso momentan eigentlich nicht mit Strom versorgt wird. Also es ist eigentlich Latte. Latte. Das funktioniert nicht. Ich frage mich, wohin das führt. Naja, ich denke nirgendwo. Oh Junge, habe ich einen Hunger. Schade nur, dass ich gar kein Geld habe. Dann wollen wir mal Zombie einmal den Riegel zeigen und gucken, ob sie den... Konnte ich gerade durch sie durchgehen? Naja. Chocolate. Sehr gut. Wenn wir kein Geld haben, brauchen wir uns auch eigentlich nicht die anderen Automaten angucken, weil uns das eh nichts bringen wird. Nehme ich an. Bathroom, alright. Was haben wir hier? Das ist noch ein Waschbecken. Hier ist ein lockeres Rohr. Das könnte nützlich sein. Damit könntest du das Loch in einer gewissen Art und Weise vergrößern. Das ist noch ein Waschbecken. Jawohl. Ist da irgendwas drin? Nee, anscheinend nicht. Da ist abgeschlossen, da auch, alright. Also wir haben jetzt ein Rohr und, naja, wenn ein Fenster zu klein ist, man kann es mit einem Rohr, ich habe mir voll auf die Zunge gebissen, das wird wochenlang wehtun. Man kann es mit einem Rohr ja vergrößern, in a way. Indem man das Fenster einschlägt. Also es funktioniert schon, wir werden herausfinden, ob das so gedacht ist. Ich werde das verwenden, um das Fenster aufzubrechen. Oder aufbrechen, ja, okay. Ich kann jetzt die Tür aufschließen. Sehr gut. Und wir können jetzt hier an den Computer? Oder auch nicht? Doch. Das ist ein alter Computer. Immerhin funktioniert er noch. Was ist das? Torsteuerung. Das sollte das Tor nebenan öffnen, aber es braucht noch Strom. Der Backup-Generator befindet sich im Keller. Den Keller mit Hilfe des Aufzugs betreten. Wie soll ich den Aufzug ohne Strom benutzen? Das, meine Damen und Herren, führt eine wilde Reise. vielleicht müssen wir Zombie fragen, ob die da runterkraxeln kann für uns. Aber wir werden ja wohl schlecht Zombie steuern werden. Naja, mal gucken. Bin sehr gespannt. Übrigens, Freunde hier, Pflanzencam. Für die Leute, die es übrigens interessiert, für die Pflanzenfreunde unter euch, das ist tatsächlich eine Calathea. Hier hinten. Wie ihr auch so ein bisschen sehen könnt, die hat momentan ihre Blätter so ein bisschen zusammengestaucht, weil wenn es dunkel wird, dann geht die schlafen. Das ist quasi wie ein Mensch. Außer ich gehe nachts nicht schlafen. Ich gehe nie schlafen. Aber da geht's ganz schön tief runter. Ganz schön tief runter. Aber das riecht wie Schokolade? Okay. That's a bit weird. Ja, ich find's auch immer noch ein bisschen komisch, dass wir durch unsere Schwester durchlaufen können. Aber I guess? Das funktioniert nicht. Aber den Schokoriegel werden wir... Das ist doch lächerlich. Oh! Was ist das für ein Geräusch? Was bist du? Kannst du reden? Kannst du mich verstehen? Okay, ich muss in den Keller. Gibt es einen Weg nach unten? Schokoriegel. Du möchtest den hier haben. Tja, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich muss den Backup-Generator einschalten. Hey, wo bist du hin? Ich denke mal, er schaltet den Backup-Generator ein. Was ist das für ein Geräusch? Hey, du hast es geschafft. Hier, bitte sehr, das hast du dir verdient. Was war das für eine unfassbar wholesome Unterhaltung, was war das für ein süßes Ding alleine? Das sah ja mega cute aus. Absolut niedlich, ey. Spiel gespeichert, jawohl. Dann wollen wir doch jetzt mal an den Computer und mal gucken, was... Okay, jetzt haben wir Strom. Und der Computer hat das jetzt gleich hier direkt geöffnet. Interesting. Da kommt ein komisches Geräusch aus diesem Tunnel. Ich glaube, das lasse ich für den Moment lieber sein. Schön, dass hier übrigens Die steht, also stirb oder sterben, Fragezeichen. Wer? Who? Was sind sie? Boop. Noch jemand zum Spielen. Wer bist du?
Wer bin ich? Wer bist du? Ich habe zuerst gefragt. Tja, du bist ganz schön frech. Ich heiße Verdinia, aber alle nennen mich Verd. Alle? Ja, ich habe Freunde, weißt du? Also, was machst du hier? Meine Schwester und ich versuchen nach Hause zu kommen. Wir sind gerade aus dem Zug ausgestiegen. Zug? Hier sind seit über 10 Jahren keine Züge mehr durch die U-Bahn-Tunnel gefahren. Warte, wie kannst du mich gerade sehen? Du lebst? Ich weiß es nicht. Du bist also ein Geist, hä? Huh? Ich bin kein Geist. Ich bin ein Mädchen. Ich bin einfach nur ein totes Mädchen. Wie heißt du? Mein Name ist Lucia, glaube ich. Lucia? Ich weiß, wer du bist. Du kennst mich schon. Ja. Du bist diejenige, die uns das angetan hat. Was, ich? Ja, du Hexe. Ich bin keine... Hexe? Wegen dir stecken wir ja alle in der Zwischenwelt fest. Wovon redest du? Komm hier nicht so doof. Du bist die rote Hexe. Was? Das ist nicht wahr. Das ist unmöglich. Du bist es. Du bist nur ein kleines Mädchen? Das ist so, weil ich nicht die Hexe bin. Wir Toten wissen alle, dass du es bist. Um das wahre Ziel zu erfüllen, wird die rote... Du kannst mich nicht anlügen. Aber ich bin nicht... Ich... Bin ich wirklich die Hexe? Warum hassen mich alle so sehr? Weil du uns alle im Fegefeuer gelassen hast. In dieser gottverdammten Schleife. Die Schleife? Hab ich die Schleife erschaffen? Du kennst deine eigene Geschichte nicht? Verdammt! Du hast echt den Verstand verloren. Ich kann mich an nichts erinnern. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich aufgewacht bin. Ich konnte nicht schlafen, also habe ich nach Sombria gesucht. Hey! Ich kenne Sombria. Sie ist das Mädchen, das hierher kommt, um zu weinen. Um zu weinen? Sie sagte, dass sie hierher kommt, wenn sie depressiv ist? Ja, sie ist depressiert, ganz schön viel. Warum habe ich diese Schleife erschaffen? Um uns zu bestrafen, um uns alle ins Fegefeuer zu packen. Alles nur wegen deiner Schwester. Meiner Schwester? Wovon redest du? Weißt du, warum deine Schwester hier immer herkommt? Weil sie depressiv ist. Nein! Wir haben alle deine tragische Geschichte auf Lager, wie wir gestorben sind. Deine Schwester sucht ebenfalls nach ihrer. Nein, Zombie. Du hast die Schleife erschaffen, um sie und uns alle hier einzusperren. Nur damit du sie am Leben erhalten kannst. Lass sie einfach sterben. Damit wir alle es ihr gleich tun können. Ich kann nicht. Du verstehst das nicht. Sie ist meine Schwester. Ich verstehe das nicht? Ich bin schon tot. Ich kann nicht weitermachen. Wir müssen alle Entscheidungen treffen, die wir nicht mögen. Was würde passieren, wenn sie es täte? Wir könnten alle weitermachen. Die Schleife wäre durchbrochen. Ich muss eine schwierige Entscheidung treffen. Du bist uns was schuldig. Wir haben schon wesentlich länger als du gelitten. Bitte. Ich muss mit Sombria reden. Ich bin bald zurück. Tja, ich werde nirgendwo hingehen. Dank dir. Holy shit. Das klingt aber gar nicht gut. Die und hier steht jetzt live. Also leben. Und da ist ein Ausgang. Sombria ist gerade auf Toilette. Ich kann hier nicht ohne Zombie weg. Interessant, dass sie gerade auf Toilette ist. Was passiert, wenn wir sie jetzt nochmal ansprechen würden? Das geht gar nicht. Okay. Alrighto. Ich glaube, jetzt kommt nämlich wirklich so langsam alles ins Rollen, wo man sehr, sehr wichtige Entscheidungen treffen muss. Und zwar, wie man dieses Spiel hier beenden möchte. Schwester töten, Schwester am Leben lassen. Dann gibt es, wenn man sie am Leben lässt, bestimmt noch verschiedene andere Zweige. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde, das wird sehr, sehr wild. Ich möchte nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Sonntag. Und bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprr.